Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Einverstanden. Okay, dann bin ich aber beruhigt. Ja, hallo und schönen guten Abend zum Podcast Wege des Herzens. Er ist wieder aktiv, nachdem er eine Schaffenspause von ungefähr August bis jetzt brauchte. Es ist nur ein oder zwei Folgen sind veröffentlicht worden. Dieser Prozess war aber wichtig. Und nun starten wir 2022 wieder komplett durch mit einem wöchentlichen Talk mit Kooperationspartnern, mit denen ich Kooperation habe oder die mit mir oder bei denen ich in Kooperation bin. Zum einen aus dem Maren Fromm Institut und auch von Naht's mich nicht. Und heute möchte ich ganz herzlich Henning und Regina, die Gründer von Naht's mich nicht, Initiative für gewaltfreie Beziehungen, GOG, begrüßen. Und es wird wöchentlich nun bei uns darum gehen, was beschäftigt mich aktuell und beruflich oder wie auch immer und was möchte ich davon mit in die Welt bringen oder was ist mir daran wichtig, das in die Welt zu bringen. So, und Henning und Regina haben entschieden, ja, wir sind die Ersten und wir legen jetzt los und ich bin total gespannt, was ihr mitbringt. Wir haben alle was zu trinken dabei und machen jetzt einen gemütlichen Talk hier. So sieht das aus. Erstens mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir die Ersten sind, oder? Ja, natürlich. Das nimmt man ja die Ersten oder die Letzten. Die Ersten. Ja, aber ihr wart einfach schnell im Eintragen. Genau. Ja, was nehmen wir mit? Also wir dürfen ja auch über was Privates reden, ne? Genau. Henning hat mich gestern gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ja. Und deswegen nehmen wir das sehr gerne mit, weil es auch Mut macht, gerade ganz vielen unserer Klienten, dass es möglich ist, auch nach psychischem Missbrauch, nach langen Jahren blöder Beziehungen, sage ich mal, wieder eine Beziehung zu leben, die wirklich schön ist und die so ganz anders ist. Ich kann das jetzt nur von mir sagen, du hattest diese Erfahrung nicht, aber die so komplett ganz anders ist als alles, was ich davor in meinem Leben erlebt habe an Beziehungen. Ja, das ist total schön. Als ich das gestern mitbekommen habe, habe ich gedacht, oh. Und jetzt, wenn ich euch beide da zusammen auch sehe, ist das irgendwie so Gänsehaut. Also ich habe gerade Gänsehaut über die Arme gekriegt und wie so einen wohligen Schauer über den Rücken. Und wir hatten uns eben schon unterhalten, bevor ich wusste, also ich wusste ja gar nicht, was ihr heute mitbringt. Und finde es ganz arg spannend, speziell auch in unserem Alter sind es jetzt unser Alter und älter, vier Paare in den letzten 6 Monaten, die jetzt geheiratet haben und wo ich nie damit gerechnet hätte, dass sie überhaupt heiraten oder nochmal heiraten oder und finde es ganz schön, weil es heiraten wird. Oder überhaupt mal heiraten. Oder überhaupt mal heiraten, ja, genau. Ja. Henning, was hat es für dich ausgemacht bisher, dass du bisher nie geheiratet hast und dass du jetzt sagst, ja, das tue ich jetzt? Naja, es war nie die richtige Partnerin für mich an meiner Seite. Also ich hatte natürlich auch Beziehungen, jetzt nicht exorbitant viele, aber so, dass ich schon sagen kann, es war kein Mensch dabei, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne mein Leben, ich sag mal, bis zu Ende teilen. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich viele Jahre selber beruflich viel unterwegs war, viel von der Welt gesehen habe und mich mehr darauf konzentriert habe, als mich auf meine Beziehung zu konzentrieren. Und mit dem Zusammenkommen mit Regina, wir kennen uns ja schon über 20 Jahre, hat für mich einfach auch so eine Zeit angefangen, die bei mir hat sich sehr viel verändert. Ich habe mich verändert. Ich habe mich weiterentwickelt, ich habe viele Dinge neu gesehen, aber auch durch die Beziehung mit Regina einfach viel erlebt und stelle immer wieder fest, dass wir viele Dinge gemeinsam haben, gemeinsame Ansichten haben und unser Leben, das wir jetzt noch vor uns haben, die Parallelen sehr, sehr, sehr starke Parallelen haben von dem, was wir uns vorstellen.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum soll ich jetzt mein Leben mit dieser Frau nicht teilen, wenn es so viele gute Schnittstellen gibt und so viele Parallelen gibt, die uns beide irgendwie gut gefallen und die Ausrichtung, die wir beide haben, die uns gut gefällt. Das war für mich dann einfach eine ganz klare Entscheidung zu sagen, okay, ja, mit der Frau möchte ich bis an das Ende meines Lebens zusammen sein. Spannend ist ja irgendwie, dass ihr euch schon seit 20 Jahren kennt. Ja. Und ich weiß, dass ihr vor 5 Jahren gemeinsam, also dass ihr einen Unfall hattet, den ihr knapp überlebt habt. Da wart ihr. Wir hatten ja keinen Unfall. Wie bitte? Wir hatten ja keinen Unfall. Okay, ihr hattet einen beinahe Unfall. Richtig. Genau. Ja. So. Aber da wart ihr noch nicht zusammen, oder? Nein, da waren wir noch nicht zusammen und wir haben uns auch aufgrund meiner toxischen Beziehungsgeschichte wirklich sehr viel Zeit gelassen. Also du hattest lange gar keine Beziehung, na, ne? sieben Jahre lang gar keine. Und ich bin wirklich von einer toxischen Beziehungskiste in die nächste gestolpert. Wirklich wie so ein Bap-Bap-Bap-Bap-Bap. Nochmal bitte, noch mehr Gift, noch mehr Gift. Und ich habe gesagt, also kurz bevor Henning mich hier quasi wieder besucht hat, habe ich gesagt, kannst du übrigens vergessen. Ich brauche wirklich keine Männer, ich brauche keine Frau, ich brauche gar keine Beziehungen mehr. Vergiss das. Du hast einfach gesagt, ja, lass uns doch mal die Reise anfangen und gucken, wo es uns hinführt. Und wir haben uns sehr, sehr viel Zeit gelassen. Wir haben uns auch sehr lange Zeit gelassen mit Sex. Zum Beispiel, das war nicht ein, obwohl wir uns ja schon lange kennen, aber es war wirklich, wir sind gestern vor 5 Jahren spazieren, wandern gegangen, da wo du mich auch gefragt hast, ob ich dich heiraten möchte, an diesem Wasserfall vorbei. Davor hatten wir eben diesen ziemlich katastrophalen Fast-Unfall, muss man sagen, weil da ist uns in einer Kurve, das war so abgefahren, hat ein, ich weiß nicht, ein schwarzes, schnelles Auto auf alle Fälle. Daran kann ich mich noch erinnern, einen LKW versucht zu überholen. In einer Kurve. In einer Kurve. Und wir sind in die Kurve reingefahren und der kam uns frontal entgegen. Und ich weiß es wirklich nicht. Neben uns war ein Graben und plötzlich standen wir auf dem einzigen Stückchen. Hinter uns war Graben, vor uns war Graben, aber wir standen auf einem Stückchen, wo kein Graben war. Und ich saß da und Henning sagt zu mir, ich wusste gar nicht, dass du so gut Auto fahren kannst, so nach gefühlten 5 Minuten des Schweigens nebeneinander. Und ich habe nur gesagt, ich bin nicht Auto gefahren. Ich dachte, du hast jetzt drüber gegriffen. Also es war uns einfach beiden klar, in dem Moment, wo das Auto auf uns zugerast ist, das war es jetzt. Und es war auch noch so bewusst, weil wir waren davor noch Brötchen holen und haben einfach auch idiotischerweise gesagt, na Gott, bis zu dem Ort, wo wir dann loswandern wollen, sind es ja nur 5 Minuten, das brauchen wir uns auch nicht groß anschnallen. Also idiotisch im Grunde. Und ja, und dann standen wir da, wo kein Graben war. Und dann sind wir tatsächlich durch den Wald gegangen, irgendwie sehr... Sehr lange und auch sehr, sehr schweigend, weil es war einfach klar, das hätte jetzt auch nicht mehr sein können. Also wir könnten jetzt hier auch nicht mehr gehen miteinander. Und just bei diesem Wasserfall habe ich dem Henning aus seinem, das war so ein Gefühl von das Schweigen zu brechen, ein bisschen unser Glücksgefühl von, hey, wir leben noch, du hast dich runtergehockert, um den Wasserfall zu fotografieren. Genau. Und ich habe ihm auf die, da oben, da ist das Scheitelansatz, habe ich ihm einfach einen Kuss gegeben. Nur so, ohne Kommentar oder so. Und dann dann haben wir uns einen Monat später wieder getroffen zum Wandern. Dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und haben mal sind uns dann näher gekommen. Sex ausprobiert und haben gesagt, wir wollen echt nicht unsere Freundschaft kaputt machen. Aber wir probieren das jetzt hier aus und wenn es schief geht, dann hat es nicht stattgefunden. Und dann hat es nochmal 3 Monate gedauert, bis wir uns gesagt haben, dass wir uns wirklich lieben. Und Also es war so ein ganz, sehr viel Zeit gelassen. Ganz langer Prozess, aber das hat auch damit zusammengehangen. Also wie Regina gerade sagte, ich war halt 7 Jahre ohne Beziehung, weil ich auch einfach irgendwann am Punkt gesagt habe, ich gebe der Zeit die Zeit. Es wird irgendwann eine Person kommen, die in mein Leben tritt,
mit der ich dann zusammenbleiben werde. Jetzt könnte man ja auch sagen, alle, die jetzt aufgepasst haben, die kennen sich schon seit 20 Jahren, die Person war ja schon lang genug in seinem Leben. Ja, aber ja, anders. Wir hatten ja auch immer wieder Kontakt miteinander. Also es war nicht so, dass wir uns komplett aus den Augen verloren haben, aber aus beruflichen Gründen und anderen Lebensumständen gab es dich einfach nicht. Also aber, ich war ein bisschen toxisch abgelenkt, kann man sagen. Ja. Und dann war natürlich warst du schon immer emotional so ein bisschen, also auch wenn du dich dann abgelenkt hast mit anderen Partnerschaften oder dann in anderen Partnerschaften warst du schon immer zu Regina ein bisschen hingezogen oder ist das tatsächlich dann erst nach 15 Jahren entstanden? Also jetzt, wenn ich rechne jetzt einfach mal die 20 minus 5, oder waren die 20 Jahre vorher und dann? Nein, das kommt schon ungefähr hin, genau. Okay. Naja, hingezogen, wir hatten immer wieder Kontakt. Also ich hatte sie schon immer wieder, wie man so schön sagt, auf dem Radar. Aber sie war jetzt nicht priorisiert. Wenn man das so sagen kann, genau. Und durch berufliche Umstände, es gibt ja keine Zufälle, bin ich bei einem Unternehmen gelandet. Da hatte ich einen Kunden betreut unten in der Nähe von Karlsruhe in Barkhäusl und bin über die Autobahn A61 bei der Regina vorbeigefahren. So. Und irgendwann dachte ich so, ah ja, die wohnt da ja. Stimmt, jetzt kann ich die auch mal besuchen fahren. Und so hat es sich dann ergeben. Und dann fiel sie mir auch tatsächlich wieder mehr ein. Und dann dachte ich so, Mensch, ja, das war schon immer eine gute Verbindung. Wir haben immer Kontakt. Und wenn man über so viele Jahre miteinander Kontakt hat, ist das eigentlich eine gute Basis für eine, also es ist eine Basis für eine gute Beziehung, die man sowieso schon hat. Mhm. Eine gute Beziehung, wenn man sie sowieso hat, sollte man einfach weiterleben, finde ich. Okay, Regina, du hast bei mir hier in der Nähe gewohnt. Nee, da war ein Kunde von mir. Ja, also okay. Und wo hast du zu der Zeit gelebt? Ich war in Andernach zu der Zeit. Okay, wo ist das? Bei Koblenz. Bei Koblenz. Ah ja, okay, alles klar. Okay. Ja. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, und so sind wir zusammengekommen. Und aber da wusste ich auch noch nicht, was auf mich zukommt tatsächlich. Ja. Und es gab in den letzten Jahren auch immer wieder Momente, wo ich einfach euch am liebsten alles hingeworfen hätte, tatsächlich, weil es schon sehr auch echt herausfordernd für mich war. Ja, da wollte ich gerade so ein bisschen den Bogen hinspannen. Schön, dass du das gleichzeitig gemacht hast. Genau, wie war das für euch beide dann? Also Henning, für dich, der eigentlich ja mit Narzissmus oder toxischen Beziehungen selber nichts groß zu tun hat, der auch sich wahrscheinlich vorher nie wirklich Gedanken darum gemacht hat, weil die Berührungspunkte nicht so groß waren. Und Regina, wie war es für dich, dich dann dieser Beziehung zu öffnen? Und also wir haben uns irgendwann, dadurch, dass wir ja Kooperationspartner jetzt so seit anderthalb Jahren sind, haben wir uns schon auch mal unterhalten. Und du hast auch erzählt, dass es Situationen war, die dich derart retraumatisiert oder getriggert haben, dass, dass dein Trauma auch wieder hochgeploppt ist und du und der Henning wahrscheinlich oftmals gar nicht wusste, wie ihm jetzt gerade geschah, weil er gar nicht wusste, wo er dich getroffen hat. Ja, es sind so zweierlei Sachen, ne? Wenn man aus so toxischen Beziehungen kommt, die, ja, wie soll ich sagen, da ist der Adrenalinpegel immer sehr hoch. Man weiß ja nie, wie der Partner drauf ist, wenn man nach Hause kommt, ob er jetzt wieder ganz blöd ist, nur halb blöd ist oder keine Ahnung. Also es ist immer eine Hochschaubahn mit so Menschen. Und im Vergleich dazu war Henning einfach extremst langweilig. Ne? Das sagen auch ganz viele meiner Klienten, halt, sagen, ne? Oh Gott, kann ich denn jemals wieder eine Beziehung mit unter Anführungszeichen normalen Menschen führen? Also wo einfach nicht, wo du nicht ständig denkst, wirst du jetzt entweder geschlagen oder raste da jetzt aus, weil, keine Ahnung, das Essen, der Biomüll nicht rausgetragen wurde oder sonst viele Geschichten, wo du denkst, mit ziemlich viel Abstand bin ich denn irre gewesen, dass ich mit mir das machen habe lassen. Und so gesehen war Henning sehr verlässlich, sehr verlässlich gut. Das ist schon mal ungewöhnlich für einen Menschen, der gewohnt ist, immer, ich vergleiche das gerne mit Chips. Also wenn man immer nur so ganz, ganz scharfe Chips isst mit Chili, hot, mit irgendwie so vier Peperonis drauf und dann kommt jemand daher, der so lieb und gut ist und wie so Chips light schmeckt, ohne Salz,
Dann genau, denkst du dir, Chips. Wie, und das jetzt jeden Tag? Also, aber ich muss sagen, never ever möchte ich das tauschen. Also ja, das war in den Anfängen, die wir hatten, auch für mich herausfordernd. Es ist so krank, ne? Aber wenn man so co-abhängig ist, dann ist man ist es ein bisschen gewohnt, dass man auch mal eine Ohrfeige bekommt, sage ich jetzt mal. Es klingt total hart, es muss für alle total, die noch nie was mit Toxik oder mit Narzissmus zu tun haben, die müssen sich denken, hat die sie noch alle? Aber also zumindest von den meisten meiner Klienten ist das ähnlich so, leider. So, das war das eine. Das andere war, dass ich einfach wirklich Flashbacks hatte und bis zu dem Zeitpunkt mit Henning eigentlich gar nicht wusste, was Flashbacks sind und was das bedeutet. Also gab zum Beispiel eine Geschichte, da waren wir, ich glaube, in Holland am Campingplatz. Und das war total schön. Also es war freier Himmel, es schien die Sonne, wir waren glücklich. Es war einfach alles perfekt, könnte man sagen. Und dann ist mir irgendwie so eine Fliege unter der Dusche, ist mir eine Fliege irgendwie ins Gesicht geflogen und Henning wollte die verscheuchen einfach. Und in dem Moment war aber der Schatten und das Licht, es war so eine Kombination aus allem leider. Er hat halt so die Hand ausgeholt und es kam ein Schatten und ich bin erstarrt. Also irgendwie bin ich erstarrt. In dem Moment war Henning einer meiner toxischen Ex-Partner. Mhm. Und ich konnte es konnte etwas in mir das nicht auseinanderhalten. Und ich war auch echt ein bisschen hysterisch, also panisch auf alle Fälle. Ich war panisch. Ich war panisch, weil ich jemanden... Ganz anderer Gesichtsausdruck auch und so. Ja, ich war panisch, dass jemand, der wie Chips leid ohne Salz, plötzlich es wagen kann, von 0 auf 100 in einem absolut schönen Moment wie Duschen unter freiem Himmel mit Sonne 5 Peperonis auf seine Tüte zu kleben. Mhm. Ein bisschen. Und das... das hat gedauert und ich glaube, in den Anfängen ich hätte einfach auch mit einem meiner Ex-Männer Gaslighting, das heißt, der hat halt auch immer wieder behauptet, ich würde mit dem Schlüssel nicht umgehen können, Schlüssel verlieren und solche Sachen. Und das hat dann in Spanien dazu geführt, dass ich das Handy und den Schlüssel nicht bei mir hatte. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte, Gott, ich bin wirklich unfähig. Es war so die Bestätigung da und jetzt vergeige ich es mit meinem nächsten Partner auch wieder und ohne anzugeben, fünffach studierte Frau und fliegt Flugzeuge, aber mit Schlüsseln kann ich halt nicht umgehen, die verliere ich halt immer. Das stimmt nicht, aber das macht dieses Gaslighting mit einem. Wenn man einen Partner hat, der dann immer absichtlich die Schlüssel irgendwo anders hinlegt oder sogar zu den Nachbarn rennt, die instrumentalisiert und sagt, ja, meine Frau ist leider zu blöd, die kann halt irgendwie nie einen Schlüssel behalten, dann irgendwann glaubst du diesen Mist. Also, ja, und da warst du einfach großartig zu mir und hast gesagt, nein, ganz ruhig. Es war auch in Anfängen unserer Beziehung, habe ich immer gesagt, wenn wir spazieren gegangen sind, magst du den Schlüssel lieber nehmen, weil ich verliere den immer. Hat er gesagt, bist du bescheuert? Kannst du den Schlüssel selber nehmen? Nein, es wird wieder passieren. Es wird passieren, weil es passiert ja immer. Gaslighting ist echt knallhart, wenn man das mal erlebt hat. Ist auch für viele Außenstehende einfach... Die werden sich wirklich denken, was erzählt die da? Aber ich kann dann nur diesen Film empfehlen, Gaslighting. Das heißt, wie heißt es? Das Haus der Alqui. Das Haus der Lady Alquist, genau. Ja. Das ist ein großartiger alter Schwarz-Weiß-Film, der genau dieses ein Tool von Narzisstinnen beschreibt, Gaslighting. Also ich finde es gerade total faszinierend, weil genau... Also sowas Ähnliches ist auch gerade bei Kunden von mir oder auch in meinem Bekanntenkreis gerade Thema. Also jetzt nicht unbedingt Gaslighting, aber auch dieses Thema. Es hat ja einen Grund, weshalb du dich auch in toxische Beziehungen begeben hast. Ja, es ist weshalb es auch so schwer ist, aus so einem Prozess auszusteigen und dann Chips ohne Salz genießen zu können, ja. Also in der Regel ist es ja so, dass, also so war es ja bei mir auch, dass wir damit aufgewachsen sind und dass unser Leben lang gelernt haben, unter diesem Dauerstrom zu sein. Also wenn wir uns dann in Beziehungen begeben, ist natürlich eine Sehnsucht eine ganz andere.
nach Liebe und weiß der Geier was. Aber wir kennen es ja gar nicht. Und im Grunde genommen, wenn, also so weiß ich es von mir, wenn dann, also mein Urvertrauen, das ganz, ganz frühe Urvertrauen war so zerstört, dass ich mich selber im Grunde genommen, also ich habe mich selber in diese Beziehung begeben und ich habe vermutlich auch ein Stück weit die Beziehung dahingehend manipuliert, um es bestätigt zu bekommen, dass man gar kein Vertrauen haben kann. Mhm. So, und immer dieser Kampf um Liebe und, ja. Und dass ich es gar nicht wert bin, geliebt zu werden. So. Ja, und dann kommt noch dazu, wenn man halt einfach auch körperlichen Missbrauch erlebt hat, dann kommt, fehlt einem dann grundsätzlich mal Grenzen, Vertrauen sowieso, Urvertrauen auch, aber es fehlt einem auch eine Unterscheidung zwischen Liebe und Sex. Mhm. Ich kann von mir aus sagen, ich habe das ganz lange Zeit einfach missverstanden. Ich habe einfach aufgrund dessen, dass mir das schon sehr, sehr früh passiert ist, auch in meiner Kindheit schon, durch einen Nachbarn, also ich muss das vielleicht auch mal deutlich sagen, der Nachbar lebt auch nicht mehr, ist da einfach etwas kaputt gegangen, weil Kinder werden ja nicht kaputt geboren. Das ist ja auch irgendetwas oder schwierig geboren. Ne? Ich war aber grundsätzlich ein absolut schwieriges Kind. Ja, aber es hat halt niemand hingeschaut, warum ist die so schwierig? Was hat dazu geführt? Aber ich nehme ja diese Schwierigkeit, heute bin ich 44, bald noch nicht, aber bald im März, nehme ich diese Schwierigkeit ja immer mit. Das trägt man so mit sich rum und man ist sich gar nicht bewusst, woher diese Geschichte kommt. So, und dann kommt man in eine toxische Beziehung und will im Grunde, also die Seele möchte nur das Drama, das damals passiert ist, auflösen. Die möchte einfach dann wenigstens als erwachsene Frau hören, hey, ich passe auf dich auf. Ja. Ich kann nur sagen, einer meiner Ex-Männer, der hat mir einen Zungenkuss gegeben, mich umarmt ganz fest, gewürgt hinten am Nacken und zu mir gleichzeitig mir ins Ohr gesäuselt, ich werde immer gut zu dir sein. Das ist natürlich ein Subtext-Trashing, wo du dir denkst, alter Falter. Und mir ist so damals echt die Gänsehaut runtergelaufen, aber ich dachte, muss so sein, bin ich irgendwie, kenne ich irgendwie schon, blöderweise. Mhm. So. Und jetzt weiß ich aber, und das ist mir wichtig, hier auch noch anzubringen. Also es war jetzt nicht so toxische Beziehung, so, und dann kam Henning, sondern dazwischen war einfach auch ganz viel Zeit der Selbstliebe. Und es waren wirklich Momente, wo ich mich ganz bewusst ein ganzes Wochenende auch kein Handy anhatte, keine Ablenkung von außen, nur mich mit mir selber konfrontiert habe. Und ich saß manchmal, kann mich erinnern an eine dieser Übungen, die ich gemacht habe, ich saß einen halben Tag fast, also bin vielleicht aufs Klo gegangen und habe was gegessen. Ich saß nur in meinem Wohnzimmer auf meinem Sofa und habe mal einfach geheult. Ich habe mal über all das, was mir angetan worden ist, ich habe mir Mitleid geschenkt. Ich habe mit mir mitgelitten. Und zuerst dachte ich, oh Gott, wie soll ich denn jetzt so 12 Stunden mit mir alleine sein? Also ohne Adrenalin, nur mit mir so. Und wer bin ich denn überhaupt? Und wo sind meine Grenzen? Wo höre ich auf? Und wo fange ich an? Und was mag ich und was mag ich nicht? Und also so ganz simple Dinge. Und das war sehr hilfreich in der Begegnung mit einem Menschen, der einfach, sage ich mal, Chips Light ohne Salz ist. Weil man begegnet sich dann einfach anders. Bei diesen ganzen Adrenalin-Junkies, muss ich sagen, es war auch anstrengend, weil ich immer dachte, ich kann nicht mithalten. Und ich glaubte, da immer mithalten zu müssen. Ich glaube auch, dass ich für andere Menschen extremst anstrengend war, die normal getickt haben. Und die sind dann auch gar nicht in mein Resonanzfeld gekommen, weil die haben gemerkt, die hatten gar keine Chance. Oh Gott, weg hier, weg. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich sage immer auch meinen Klienten, es ist wichtig, dass du Expertin, Experte von dir selber wirst. In dem Moment, wo du deine Bedürfnisse kennst und dich mit deinen Ängsten dann latenten Schuldgefühlen, dann frühkindlichen Prägungen, innere, du wissen wir ja alles, auseinandergesetzt hast, auch erst dann und das geheilt, also heilsam mit dir umgegangen bist, auch mit Mitleid. Mhm. Erst dann kannst du in dein Resonanzfeld Menschen und Partner ziehen, die dich verstehen. Das bedeutet aber auch, dass du dann ja erstmal,
Also ich habe das ja nicht so gehabt. Ne? Ich war eigentlich immer schon in Resonanz mit meinem Körper und mit mir. Also ob ich als Kind irgendwie draußen auf der Baustelle rumgesprungen bin oder mit BMX-Rad irgendwie die Treppen runter, Stufen runter oder raufgefahren bin und solche Sachen. Aber ich glaube, das ist dann für die auch wahnsinnig schwierig. Und für mich war das auch so eine Herausforderung, das erstmal zu kapieren, dass da keine, dass die Regina einfach ein ganz anderes Leben geführt hat. Und für mich war das, weil ich das einfach gar nicht kannte und kenne, total schwierig zu begreifen, zu verstehen. Und da sind wir halt auch immer wieder in Konflikt gekommen, was du gerade sagtest, irgendwie, dass du oft, dass andere immer dich als anstrengend wahrgenommen haben. Ich glaube nicht, dass es anstrengend war, sondern das war einfach so, wenn man das nicht kennt, kann man das nicht zuordnen. Genau wie, ich sag mal so, wie normale, das klingt, normal ist immer so ein doofes Wort, oder ich sag mal, Menschen, die in gesunden Beziehungen groß geworden sind, wo es keine Gewalt gab, wo es keinen psychischen Missbrauch gab. Für uns ist das ja auch sehr schwer verständlich, was in diesen anderen Beziehungen abgeht. Genau das ist das Pendant dazu, was dir, glaube ich, dann auch einfach widerfahren ist. Denn die Menschen, die in meinem Umfeld waren, gut, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber der größte Teil, der größte Teil ist einfach auch so, ja, so normal halt irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, was Sabrina gerade sagte, richtig sagte, ist, das ist total wichtig, in seine eigene Resonanz zu kommen und das zu lernen, damit man dann auch wieder, damit die Menschen, die auch eine Chance haben, dann wieder an einen ranzukommen. Ja, was ich aber sehr, sehr spannend bei dem Thema dann auch bei meinem Prozess finde. Also ich meine, wir sind ja Kooperationspartner, weil das Thema Narzissmus auch bei mir war. Und oftmals wissen wir gar nicht, was in unserem Unterbewusstsein uns so sehr steuert, weil wir uns nicht erinnern können, weil es so sehr verdrängt ist zum Beispiel. Und wir uns dann selber nicht verstehen. Und das, also wenn das so schwerwiegende Themen wie psychischer oder sexueller oder körperlicher Missbrauch ist, schon in frühester Kindheit, ist das oftmals massiv dissoziiert oder verdrängt. Ja. Und ich finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, was sich bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren verändert hat, seitdem sich bei mir vieles geöffnet hat und in diesen Heilungsweg gehen kann. Und mir ging es ja genauso wie dir, Regina. Ich bin zwar, meine erste Beziehung war 9 Jahre und die andere war dann 12,5 Jahre alt, aber es waren nie Beziehungen, in denen ich wirklich glücklich war. Und danach bin ich von einer Beziehung in die nächste gestolpert, alle 9 Monate. Tudung, 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 ja. Und ich finde es mega spannend. Klar wäre es schön, wenn ich zum Beispiel auch eine Packung Chips ohne Salz hätte. So, ich finde das ein total schönes Bild übrigens. Das kann trotzdem so schön knusprig sein irgendwie und ein Feuerwerk im Mund machen. Jetzt wird es obszön. Nein, es wird nicht obszön. Feuerwerk im Mund. So. Aber ich brauche das heute nicht mehr verzwingen. Ich finde es auch total schön, in dieser Ruhe mit mir selbst zu sein. Und Henning, du hast es vorhin so schön gesagt, in das Vertrauen zu gehen. Der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, der wird dann schon irgendwann kommen. Und das war, während ich, also das sind ja nicht nur diese toxischen Beziehungen, die Partner oder Partnerinnen, die dieses Toxische haben, sondern sind ja auch wir, die diese Adrenalin-Junkies sind, das abgegeben zu haben. Ja, das ist so mega. Das ist, also ich, deswegen kann ich da auch wirklich immer nur jedem Mut machen, sich auf seinen Weg zu machen und über sich ganz viel herauszufinden, und sich aber auch Zeit zu geben, keinen Druck sich selber zu machen. Ja. Ja, weil die Wunden, die man erlitten hat, glaube ich, das bedarf auch einfach einer Zeit, das zu verarbeiten. Man kann das nicht, kann nicht sagen, so, ich schreibe das jetzt auf oder lese ein Buch und dann ist das abgehakt. Da gibt es keinen,
es gibt keine zeitliche Definition dafür. Das ist ja auch einfach so, dass man, auch wenn man Missbrauch erlebt hat, man ist sich dessen nicht so bewusst, weil man das aus Schutzgründen ja einfach verdrängt hat. So. Und dann wünscht man sich, kann er jetzt nur aus meiner Erfahrung einfach sprechen, dann wünscht man sich einfach, dass andere Menschen, die einem lieb und nahe stehen, das sehen, sagen, ja, das ist dir passiert. Ne? Das, was ja ganz oft auch passiert, ich merke das auch bei Klienten, die sagen dann, da verdrängt das gesamte familiäre Umfeld, verdrängt das, dass das gewesen sein könnte. Oder man ist ein Nestbeschmutzer, wenn man das dann sagt nach so vielen Jahren. Und dann kommt, ist dir das jetzt gerade erst eingefallen? Oder willst du uns jetzt alles kaputt machen, was in der Vergangenheit schön war? Und darum geht es ja gar nicht. In dem Moment, welche Therapeuten hast du denn plötzlich an deiner Seite? Oder? Ja, wer reagiert denn diesen Schwachsinn ein? Und von sowas hast du ja nie geredet und so. Ja, dass man da halt geködert wurde. Also in meinem Fall ist es halt so, dass der Nachbar mich mit Geschenken geködert hat. Und dann ist dieses typische, das ist jetzt unser Geheimnis-Ding. Und nochmal, wenn man geboren wird, dann kommt man ja nicht auf, also man lernt ja peu à peu, wie Gesellschaft, wie Zwischenmenschliches funktioniert. Und man denkt dann leider Gottes auch als Kind, das gehört dazu, das ist so. Und mit ist so, und es gibt niemanden, mit dem man drüber reden kann, und es gibt niemanden, der einen beschützt, sage ich mal, der es auch weiß, weil man hat ja ein Geheimnis gehabt, also hat man es auch niemandem gesagt, deswegen konnte einem auch niemand beschützen, deswegen kann man auch schwer irgendjemandem einen Vorwurf machen, und dann möchte man als erwachsener Mensch darüber reden, wird man damit konfrontiert, dass man dass man lügt oder dass man das sich jetzt erfunden hat oder eben, wie du gerade sagst, was hast denn du für einen Therapeuten, der dir so einen Scheiß einredet oder so, und das ist auch wieder kontraproduktiv. Aber man ist ja dabei, etwas aufzuklären, etwas zu heilen und etwas auch gut sein zu lassen. Aber leider, man kann es nicht gut sein lassen, wenn das liebevolle Umfeld einfach das leugnet mit einem zusammen. Weil dann stellt man sich ja wieder in Frage. Man hat sich ja, wenn man, also wenn du auf die Leugnung mit eingehst, dann kann es nicht heilen für dich. Also, ja, und deswegen, aber wenn du zum Beispiel, also wenn du dich unabhängig von deinem Umfeld machst, dann kannst du es für dich in die Heilung bringen und auch in die Vergebung. Und die fängt halt immer bei uns selber an. Das ist halt der Punkt. Und ich habe dann, als mir das alles so bewusst geworden ist, na, da habe ich natürlich um mich geschlagen wie ein Pferd, dass ich auch im chinesischen Sternzeichen bin. Und die anderen waren damit konfrontiert und dachten sich wirklich, also wir müssen jetzt, Verteidigung ist die beste, Angriff ist die beste Verteidigung, so rum. Aber eben herauszufinden, okay, das ist mir passiert, und Achtung, Trigger, aber das ist mir passiert, um in meine Selbstliebe zu kommen. Und ich bin anscheinend ein Mensch, der das ein bisschen brutaler gebraucht hat, um das zu raffen für mich. Das ist halt die andere, und das ist meine Selbstverantwortung. Also damit kann ich aus einer großen Scheiße und an so einem großen Leid, das mir widerfahren ist, aber auch ein ganz großes Glück für mich und mein Leben machen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz. Das ist aber auch die größte Herausforderung, oder? Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Also Selbstliebe generell. Also das heißt ja auch, liebe deinen Nächsten und nicht deinen Übernächsten, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es fängt einfach bei einem selbst an. Ich kann nur das geben, was ich selber mir auch gönne, sage ich mal. Sonst verstehe ich das ja gar nicht, was ich den anderen gebe. Sonst ist es halt, oh Gott, ich brauche ganz viel Chips mit ganz viel Chill drauf, weil das scheint das Richtige für mich zu sein. Ohne so. Regina, bevor Henning, also ich würde ganz gerne nochmal diesen Bogen ein bisschen spannen auch. also bevor ihr also dann wirklich zusammengekommen seid, also wie lange warst du alleine nach einer Beziehung? Nach so, du meinst nach der letzten toxischen Beziehung, ja? Also so richtig beziehungsalleine, würde ich sagen, war ich 2 Jahre. Zwei Jahre dazwischen hatte ich mir halt immer wieder doch dann noch Chili reingepfiffen. Aber und hast du das in der Zeit schon auf deinen Weg gemacht? Ja, ich habe das immer wieder begonnen. Und dann dachte ich also mit mir alleine, na Gott, das ist doch eh nichts Gescheites. Und es fehlt jetzt die Hochschaubahn. Oder bin ich das? Oder so. Das ist eine ganz merkwürdige Phase gewesen und auch ein Prozess, aber sehr heilsam. Also
ich kann ihm echt allen nur empfehlen, ich sage aber auch dazu, ich empfehle ihn allen nur mit einem Coach oder Berater an der Seite. Ich habe am Anfang alleine rumgepfuscht und wir wissen alle, wenn man ein Haus baut und pfuscht, am Ende ist es noch teurer, als wenn man es direkt mit einem Experten gemacht hätte. Mhm. Also das würde ich tatsächlich, könnte ich es nochmal wiederholen, würde ich das anders machen. Ich würde mir direkt Menschen an meine Seite holen, die mich da begleiten, die sich auskennen. Mit dem Grund, jetzt machen wir den Bogen, warum wir Naht's mich nicht gegründet haben. Naht's mich nicht ist im Grunde genommen das, was ich mir schon vor sechs Jahren gewünscht hätte, dass es gibt. Mhm. Aber leider gab es da noch nicht. Na, da musste ich noch ein paar blöde Chipstüten essen. Nein, da hast du schon keine blöden Chipstüten mehr gegessen vor 6 Jahren. Das ist ja das Schöne. Ja, aber genau, also Naht's mich nicht ist einfach wirklich, ist aus dem entstanden, dass es Menschen schneller hilft und vor allem, weil oft in diesem Kontext mit toxischen Beziehungen leider Gottes auch Kinder sind, dass es einfach schneller geht. Weil für ein Kind, gerade mit diesen missbräuchlichen Geschichten, sind 5 Jahre nichts. Das ist nichts, aber das ist dann bereits die Hälfte seines, ihres Lebens. Und das ist so prägend und da kann man so unfassbar viel kaputt machen. Und wie gesagt, ich werde jetzt 44 und das Ganze aufzuarbeiten, dauert einfach. Ganz viel Liebe und ganz viel Zeit. Und mit ganz viel Geld. Ja, das stimmt, aber dafür darf man sich dann, also ich glaube, nein, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man sich das wert sein sollte. Ja, also wenn ich mir mein Leben der letzten 9 Jahre angucke, was ich in Therapien verschiedenster Form, Ausbildung, und auch in eigenes Coaching und so gesteckt habe. Also ich glaube, es waren in 9 Jahren 40.000 Euro oder so, ja. Mhm. Aber alles drumherum, also ja, nicht nur das Private, auch das Berufliche, aber all das hat mich zusammen jetzt dahin geführt, wo ich heute bin. Und ich mag dir vielleicht, oder na, du siehst es ja selber auch bei deinem Kind. Dein Kind ist dann noch mal viel jünger als meine Tochter. Also ich finde es mega spannend zu sehen, was meine Tochter durch mich auch die ersten oder durch und die Beziehungen, die ich geführt habe, die ersten 10 Jahre auf jeden Fall mitbekommen hat und dann halt auch durch die Partnerschaften, in denen ich war, wie was für ein Frauen- und Mutterbild sie von mir vermittelt bekommen hat und auch was scheinbar an Werten und Normen richtig ist und wie sie. Und das finde ich dann ermutigend, gerade für Kinder, die in toxischen Beziehungen aufgewachsen sind und wo sich Elternteile dann auf den Weg machen. Deswegen mag ich das hier sehr, sehr gerne auch noch erwähnen, dass diese Kinder auch eine Chance haben, es für sich zu verändern, wenn sie von uns andere Beispiele an Mustern unseres Lebens auch wieder erfahren dürfen. Und wenn wir sie dann darin stärken, auch, dass sie ihre ganz eigenen Erfahrungen machen dürfen oder dass es ihnen genauso zusteht, sich Unterstützung und Begleitung zu holen und das nicht nur durch uns zu bekommen. Ja. Da kann man aber auch ganz gut ansetzen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass die Menschen, die sich auf den Weg machen, wo Kinder involviert sind, tatsächlich den Partner, der nicht die Chili-Chips ist, sich zu suchen, weil diese Menschen andere einfach ein anderes Leben hatten und andere Dinge erfahren haben. Dann haben die Kinder, die in diesen Beziehungen sind, die in neue oder wenn ein neuer Partner dazukommt, einfach auch die Chance, die andere Seite zu sehen und das zu vergleichen mit dem, was sie vorher erlebt haben. Und ich glaube, das ist für Kinder ganz, ganz wichtig, also unabhängig davon, dass generell für Menschen Liebe wahnsinnig wichtig ist, aber diesen Kindern dann auch das mitzugeben, dass es die Liebe gibt, dass es das Vertrauen gibt, weil das ist das, was ja oft gefehlt hat. Aber das ist so essentiell im Leben. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn man so Partnerschaften dann eingeht, so neue. Und das ist der Partner, der halt nicht die Chili-Chips-Tüte ist. Das ist echt super. Mega, total gut. Aber da auch wirklich drauf zu gucken und zu sagen, okay, was kommt denn da? Was kann dieser Mensch denn mir und meinem Kind geben, also anderes geben als das, was ich vorher erlebt habe. Mhm. Diese Umstellung, das ist für
aber für mich oder ist für mich auch immer wieder noch eine Herausforderung. Das ist heute wesentlich besser als noch vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren. Und ich merke aber, wie schön und wie fruchtbar das ist, also auch bei dem Kind von der Regina, was da so sich in den letzten Jahren einfach so entwickelt hat. Und das ist so schön und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben darf. Und da, ich bin auch dankbar dafür, dass ich dem Kind von der Regina das mitgeben kann. Ja. Andere Werte vermitteln und so. Das ist einfach, also das ist wirklich eine große Freude. Ja. Ich würde nochmal den Bogen zum Thema auch Beziehung, also zu dieser partnerschaftlichen Beziehung und zu der Selbstliebe auch gern ziehen. Und zwar, Regina, hast du es vorhin auch nochmal echt schön gesagt, wie wichtig diese Selbstliebe ist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In vielen spirituellen Kreisen oder so, oder in vielen Bereichen des Lebens wird einem gesagt, ja, du musst erst dich selbst lieben und so weiter und so fort. Ja, ein Großteil dessen ist ganz arg wichtig. Ich glaube aber zum Beispiel, dass wir noch so sehr an uns selber auch arbeiten können und in unsere Selbstliebe und so kommen können, doch und glauben vielleicht, wir haben schon die Weisheit mit Löffeln gefressen und sind super heil. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass ein neuer Mensch, der in unser Leben kommt, vielleicht ganz andere Punkte bei uns auf einmal aufdeckt, ohne dass er es weiß, die wir vielleicht alleine gar nicht entdeckt haben. Und dann sich aber ins Vertrauen zu begeben mit diesem Partner und gemeinsam die Reise zu machen. Ja, da ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das ansprichst, dass wir einfach auch viel verdrängt haben. Und ja. Dann einfach der neue Partner Sachen auch antriggern kann, von denen man selber nicht wusste, dass man die auf der Fernbedienung als Schmerz oder Leidenspunkt hat. Ja, genau. Ich beschreibe das ja immer mit dieser Fernbedienung, dass wir auf der Fernbedienung halt Triggerpunkte haben. In der Liebe zu einem toxischen Menschen geben wir diese Fernbedienung oft voll Vertrauen hin und sagen, oh, ich liebe dich so, du kannst darauf rumdrücken, wie du willst, hier hast du die Fernbedienung, ich vertraue dir. Mhm. Ja, und dann ist die Fernbedienung leider weg. Und ich sage auch immer in unseren Coachings zu unseren Klienten, schau, dass du dir die Fernbedienung wiederholst. Und dennoch gibt es da, wenn man sich nur so eine Fernbedienung anschaut, wie unfassbar viele Knöpfe da drauf sind. Ich weiß nicht, ich bediene Anknopf, Ausknopf, laut, leise. Und dann weiß ich nicht, unsere Programmwahl, aber die funktioniert bei uns zum Beispiel schon mal gar nicht. Da kann man Programm gar nicht wirklich, da braucht man noch eine Zusatzfernbedienung. Und dann gibt es da aber noch ganz, ganz viele Knöpfe drauf, die ich nicht kenne, die ich gar nicht weiß, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Und das kann passieren, wenn ich einen neuen Partner habe, dass der durch seine Geschichte und durch das, was er so erlebt hat, da mal versehentlich oder auch mit Absicht auf den Knopf drückt, weil er ihn aus seinem Leben kennt. Und dann sagt man plötzlich, ouch, und denkt sich, ich habe doch jetzt schon so viel, das, was du sagst, ich bin doch schon so ganz heile und selbstliebend. Mhm. Aber ich denke, das ist unsere Seelen, wenn ich jetzt so mal sprechen darf, aber unsere Seelen sind auf die Welt gekommen, um Aufgaben zu lösen. Ja. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um hier in einem super rosa, flauschigen Ponyhof herumzuspringen. Das wäre jetzt, ne, das ist ja keine Challenge. Ja. Na, wir haben eine Aufgabe und wir haben die Aufgabe auch, so gut es uns möglich ist, zu erfüllen in Achtsamkeit und Empathie anderen Menschen und Wesen gegenüber. Aber das schützt uns nicht davor, dass, wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, sofort die nächste kommt. Ja, vielleicht auch ein bisschen Pause dazwischen. Genau, aber es kann passieren, genau. Ja, ich würde gerne langsam zum Abschluss kommen und euch mal fragen, zum einen, was war jetzt so, ist die wichtigste Quintessenz von heute für euch und ob ihr noch erzählen möchtet, wo eure berufliche Reise mit Nazwich nicht hingehen soll oder dieser Podcast-Talk, seid ihr jetzt der Erste in 2022 gewesen? Und wenn es klappt, habe ich für alle 40 Termine, die es dieses Jahr geben soll, einen Gesprächspartner. Theoretisch, laut diesem Kalender, kommt ihr zu diesem Talk dieses Jahr nicht mehr dran. Oh,
Außer wir machen nochmal einen zusätzlich. Also, erzählt, wo eure Reisen hingehen und was eure Quintessenz für heute war. Also ich glaube, die Reise hingehen, da müssten wir ein neues Gespräch für führen, weil das würde ja dann den Rahmen jetzt sprengen, glaube ich. Aber wir haben jetzt ein direkt neues. Wir haben immer neue Ziele. Aber, ja, aber das direkt neue Ziel ist, wir haben letzte Woche am Dienstag, magst du das erzählen? Weil du hast es geangelt für uns. Das war Dienstag oder was? Montag? Es war Montag, der 3. Januar. Am 3. Januar hatten wir ein Gespräch mit einer Agentur in Düsseldorf. Wir haben eine Förderzusage bekommen, weil wir uns jetzt noch mehr digitalisieren. Wir haben die Förderungszusage bekommen zum Thema Narzissmus und die Aufklärung, eine digitale Schulung anzubieten, um aufzuklären über das Thema und die Folgen für die Gesellschaft. Das beinhaltet aber auch, dass wir das Ziel, was wir haben, mehr Aufklärung zu diesem Thema zu betreiben, generell zu toxischen Beziehungen, wie kann man damit umgehen, wie kann ein neuer Partner, was wir gerade hier thematisiert hatten, umgehen, wie komme ich in die Selbstverantwortung. Dazu wird es ganz viele Videos geben, wir werden da so einen eigenen Bereich aufbauen, wo es einen Mitgliederbereich gibt. Das ist unser allererstes, nächstes Ziel. Ja. Und das wird, so wie es dann gut läuft, in 3 bis 4 Monaten fertig sein. Juhu! Und dann ist das nächste Ziel, oder an dem sind wir eigentlich schon dran, das ist kein Ziel, wir verfestigen die Kooperation mit Anwälten, weil immer mehr Menschen auch unser Programm vor Gericht und Co. buchen. Da geht es einfach darum, wie erleide ich mit einem toxischen Partner auf der Gegenseite keinen Schiffbruch vor Gericht. Und es ist so, dass Anwälte das einfach nicht noch stemmen können, ihre Mandantschaft auch noch zu coachen. Und die oft sehr fassungslos ist, was dann zum Beispiel bei einem Flashback vor Gericht passiert. Weil wenn ein Flashback passiert ist, dann kann der Partner, also die Mandantin oder Mandant daneben noch so studiert und sonst was sein. Ein Flashback bedeutet, dass im schlimmsten Fall einem das Verfahren um die Ohren fliegt und der Richter oder die Richterin einfach nicht mehr einschätzen kann, okay, was ist jetzt hier Sache? Und wir sagen ja immer, Narzissmus ist kein punktuelles Problem, dass man in 2 Stunden Gerichtssaal checken kann, sondern da braucht es einfach eine längere Beobachtung und ein längeres Gewahrwerden dessen, was hier abgeht. Und das läuft gerade sehr, sehr gut und da sind uns auch ganz viele Anwälte dankbar, dass wir da die Mandantschaft briefen und die zunehmend, also ich glaube, wir bekommen pro Woche 1 bis 2 Dankschreiben dafür, dass Eltern einfach ihre Kinder aus toxischen und wirklich widerlichen psychischen, die sind ja so subtil, sieht ja so keiner, Geschichten rausholen können. Und das ist schön. Ja, toll. Und am 5. Februar kommt ihr nach Weiluschewo. Yes. Da freue ich mich auch schon drauf. Und da wird dann auch diese Woche dann so langsam mal die Werbung starten, dass ihr zum Workshop kommt. Und da sind wir dann live vor Ort, genau, und erklären nochmal ein bisschen auf, wenn ich mich recht entsinne, zum Thema Narzissmus. Genau. Was ist das, woher kommt das, wie wirkt sich das aus, woher kann ich das erkennen und so weiter. Ja, leichten Umgang mit schwierigen Menschen. Genau, das ist und es wird eine 3G-Veranstaltung, weil es eine Bildungsveranstaltung ist, können wir es als 3G machen. Ja. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ihr kommt. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Ne? Vielen Dank für das Gespräch. Ja, schön, dass es geklappt hat. Und ich freue mich auch ganz besonders, dich wiederzusehen. Wir hatten ja vorhin letztes Jahr und es ist immer eine Freude, auch Gespräche mit dir zu führen. Ja, vielen Dank. Geht mir genauso. Und dass wir die Ersten sein durften. Yay! Lass uns drauf anstoßen. Prost, Pionade! Wir haben nichts mehr. Das machen wir dann Anfang Februar. Live mit Umarmung. Genau, so sieht's aus. Alles klar. Dann hoffe ich, dass es für euch Zuschauer jetzt ein interessantes Gespräch und ein toller Talk war, dem ihr euch auch folgen konntet und ja, dass ihr auch für euch was mitnehmen konntet und sag euch Ade, bis zum nächsten Mal. Ade. Ade. Ade.